So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ihr wisst ja, ich esse gerne Pizza, ne? Sieht man ja auch. Pizza ist einfach so genial. Immer wenn es irgendwo Pizza gibt, muss ich Pizza mitnehmen. Gefrorene Pizza, ungefrorene Pizza, warme Pizza, kalte Pizza, Halbzeitpizza, was ist das schon wieder? Das möchte ich euch jetzt zeigen. Denn wir waren gerade im Netto, wir sind einfach mal durchgeschlendert und dann habe ich sie gefunden, die Halbzeitpizza. Pizza in einem Rechteck. Guckt euch das an. Das ist das Rechteck von der Halbzeitpizza. Da ist der Fußball. Das ist eine Sorte mit einem gelben Karton. Das ist der Cheesemix. Und es gibt auch noch eine zweite Sorte. Aber für die zweite Sorte möchte ich ein extra Video machen. Heute dreht sich alles um die Halbzeitpizza Cheesemix. Weil Ball schießen, verstehst du? Cheesemix. Dünn und knusprig, direkt auf heißem Stein gebacken. Ihr habt eine richtig schöne Stadionatmosphäre für die Fußballer. Ich werde auch versuchen, ich habe die heute am Mittwoch gekauft, dass ich Mittwoch und Donnerstag jeweils so eine Pizza hochlade, aber die beide natürlich am Mittwoch esse. So, was haben wir sonst noch hier? Die Halbzeitstärkung zum fairen Teilen. Lass dich vom geballten Geschmack überzeugen. Geh gestärkt in die nächste Halbzeit. Doch Vorsicht, die Verführung ist groß, denn der knusprig, dünn auf heißem Stein gebackene Boden, getoppt mit einer leichten Creme Fraiche Soße und einem Zusammenspiel verschiedener leckerer Käsesorten, lässt dich schnell zum Einzelkämpfer werden. Pizza mit rotem Cheddar, Mozzarella und Hartkäse. 390 Gramm Cheese Mix. Stadion, Pizza mit Fußball dran, genau. Wir machen mal den Karton auf. Ich muss mir mal überlegen, wie ich das mit dem Thumbnail dann mache. Die sieht jetzt voll klein aus, nachdem der Karton weg ist, aber wenn man das so reinhält, sieht das immer noch aus wie ein richtig dickes, fettes Blech. Was wir jetzt hier mal aufmachen, mit schön viel Käse drauf, okay. Verschiedene Gelbtöne an Käse, das passt. Die ist jetzt auch schon aufgetaut, das heißt, sie ist jetzt wieder weich. Die ist weich, die fliegt rum, die muss nicht lang, die wird gleich komplett schwarz im Ofen sein. Aber ich sehe hier auch lauter rote Punkte. Adi ist auch da. Adi, nein. Guckt euch die mal an. So sieht die gerade aus. Und das muss ich sagen, sieht eigentlich ganz gut aus. Wir legen sie jetzt auch mal so hin. Adi, Schatz, nein. Hier habt ihr überall grüne Krümel. Ihr habt rote Krümel, ihr habt braune Krümel. Das sieht aus, als wäre da noch ein schöner Kräutermix drauf. Ansonsten viel Käse, cheesig, dünner, knuspriger Boden, sagen sie. Wir hauen die jetzt kurz in den Ofen und dann hauen wir sie aus dem Ofen wieder raus. Und dann gucken wir uns mal den Adi-Schatz, den Cheesemix an. Mann, du machst Schatten. Wir gucken uns da mal den Cheesemix an, wenn die fertig ist. So, die Pizza ist jetzt fertig aus dem Ofen heraus. Ich habe sie mal hier draufgelegt. Guckt euch das nochmal an. Halbzeitpizza. Ich weiß nicht, wie man die präsentiert. Ich müsste ja eigentlich die Verpackung mit reinhalten. Jetzt muss ich wieder überlegen. Da ist Schrift, da nicht. Links halten, rechts. Ach, keine Ahnung. Wir halten die Pizza jetzt irgendwie hier rein. Wir halten diesen Karton Halbzeit noch daneben. Ja, die legt sich hier so lange auf den anderen Karton und ich bin jetzt mal gespannt, wie das schmeckt. So, so sieht das dann aus in der Halbzeit. So guckt er dann da in der Halbzeit. Jetzt fahre ich hier mal durch. Muss ich mal hier anders stellen. So, 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 so. Dass man hier was sieht. Wie man hier durchfährt durch diesen knusprigen, hauchdünnen Boden. Machen wir mal vier Stückchen irgendwie zurecht. Fahren jetzt nochmal hier durch. Und fahren jetzt einmal hier hinten durch. Jetzt habe ich wie beim Bäcker ein so ein Stück, was man dann halt für 3 Euro verkaufen kann. Und dann ist der Preis für die Pizza auch schon wieder drin. Ich weiß gar nicht, wie viel die gerade gekostet hat. Ist mir aber gerade noch zu heiß. Ich muss es noch ein bisschen abkühlen lassen kurz. Probieren. Und dann habe ich noch meinen Chipotle Tabasco, weil ich ja Pizza eigentlich immer mit Tabasco esse, um die noch ein bisschen zu pimpen, noch ein bisschen aufzuwürzen. Da
Obwohl, ich habe gerade gemerkt, beim Abschlecken von dem Pizzaschneider, wahrscheinlich ist sie gar nicht so heiß. Wir trauen uns jetzt einfach mal, nehmen so ein hinteres Stück. Und ihr seht, die ist halt wirklich hauchdünn, mega zart, nicht zu lang drin gewesen. Die lässt sich noch biegen. Beißen mal vorne rein. Also Käsegeschmack ist da. Auch irgendwie besonders, aber irgendwie gleichzeitig trotzdem auch wenig. Also die sieht gut aus, die sieht super aus. Wahrscheinlich ist es genau das, was jeder Käseliebhaber möchte und erwartet. Mir ist es schon wieder zu wenig. Mir ist es zu wenig, da denke ich, da fehlt irgendwas. Da fehlt, wir reißen es hier mal so, zack. Die kannst du schön so auseinanderziehen vom Belag her, das passt auch. Hier hinten kannst du es zusammenfalten. Ich mache die ja eh, roll die immer so ein bisschen ein. Also Creme Fraiche, ja, ist auch da, merkst du auch ein bisschen. Aber ich hätte jetzt schon wieder mehr erwartet bei dem Anblick, bei den ganzen bunten Punkten, die da drauf sind, hätte ich gedacht, die knallt trotzdem richtig rein. Ist ein bisschen fettig, es schmiert alles rum, das läuft oben durch den Käse. Käse ist ja immer sehr fettig. Wäre jetzt zu dem Zeitpunkt was ich jetzt nicht nochmal kaufen würde oder bräuchte, da finde ich eine Capital Bra. Käsepizza auf jeden Fall fetter und brutaler, geschmacklicher. Dünner Boden ist okay, aber weiß nicht, mir fehlt halt was. So, wir nehmen mal den Rest von der hinteren Ecke, machen jetzt mal hier ein bisschen was von dem Tabasco drauf. Vielleicht ist das Würzige, was noch dazukommen muss. Ich habe auch jetzt irgendwie so, wo ich mehr esse, einen leicht butterigen Geschmack. Und ich bin kein Fan von Butter. Ich esse nie Butter auf Brot oder irgendwas. Butter geht bei mir gar nicht, mag ich gar nicht. Mit dem Chipotle Tabasco gleich viel besser. Jetzt hast du da eine leicht rauchige Note drin, was Fettiges, aber was Würziges, was Scharfes, was Knuspriges. Wertet für mich das auf. Ich glaube, ich kann sowieso Pizza ohne Tabasco gar nicht mehr essen, weil ich das irgendwie immer brauche. Ansonsten, ja, Boden ist okay, aber vom Belag her mag ich andere Käsepizzen auf jeden Fall mehr. Auch die vier Käse für ein Halleluja, sage ich auch immer. Die hat damals auch richtig gut geschmeckt. Hier bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, aber das Tabasco richtet's. Man kann es auf jeden Fall essen, aber nochmal würde ich die nicht kaufen. Wenn ihr die schon mal gesehen habt, im Netto diese Woche im Angebot, greift mal zu. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen jetzt beim nächsten Mal, bis den Peace Out vorhaut, euer Ramses, und wir haben die extrem fettige Spicy Pepperoni ja immer noch übrig, die ich jetzt auch gleich in den Ofen hauen werde und hoffe, dass die mehr zu bieten hat.